Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Franzi, Ihre News rund um die Oracle Datenbank. Ich bin Sebastian Solbach und darf Sie recht herzlich begrüßen. Ja, steigen wir ein. Heute haben wir einige Announcements und einige Termine vor uns, was die Datenbank so in der letzten Zeit getan hat. Fangen wir mal gleich. Sie kennen die Agenda, Neuigkeiten, Termine, Release-Stand des Tests. Auch da gibt es seit heute Morgen eine ganz große Neuerung mit der neuen Version. Feature des Monats erwartet uns heute das Datenbank-Flashback. Und dann noch der eine oder andere Web 2.0-Links, die Informationen zum Nachlesen gibt. Fangen wir mal an. Es wurde mal announced, dass mal wieder kurzzeitig weg. Später tauchte sie dann wieder auf. Und ja, die Datenbankzertifizierung ist seit paar Wochen jetzt wirklich dann auch verfügbar. Aktuelle SUSE Enterprise Linux Version und es gilt nicht nur für die Oracle Real Application Cluster. Kann nun offiziell unter /12 betrieben werden. Es gibt die einige, die man noch beachten muss, aber das steht alles in der Zertifizierung und kann dementsprechend nachgelesen werden. Dann wurde vorgestellt und im Gegensatz zu den Releases hinten hat sich mit dieser Softwareversion einiges geändert. Wenn man denn auf die aktuellste Version bei einer Exadata geht, neben schnelleren Storage, wird jetzt auch eine ganz interessante Sache. Und zwar, wenn man so ein Exadata Quarter Rack aufgebaut hat mit nur 3 Storage-Zellen, dann war das die Geschichte, die sogenannte Group, da wo die Voting das liegen, immer nur auf Normal Redundancy sein sollte und nicht High Redundancy. Diese Möglichkeit gibt es nun mit der 12.1.2.3 Storage Software, dass wir was geändert haben, was die Voting Disks anbetrifft. Auf den Datenbankknoten, was bestimmt die interessanteste Änderung in dem aktuellen Software-Release ist, dann ist das auch, dass man eine Zelle trotzdem noch komplett hoch verfügbar ist, gerade sehr wichtig mit den neuen 8 Terabyte Platten, die in der Zeit verfügbar sind. Es gibt noch andere Kleinigkeiten, so wie das mit der Konfiguration, auch die ganze WLAN. Konfiguration mit übernehmen kann. Wir haben den Disk-Scrubbing-Algorithmus, also das ist der Algorithmus, der letztendlich die Platten untersucht. Gibt es irgendwelche Fehler da drauf? Der wurde verbessert. Demhingehend, dass wenn wir entdecken, dass der Platten schon mal einen Block hatte, der nicht okay war, der wiederhergestellt werden musste, über diesen Disk-Scrubbing-Algorithmus, dass wir dann diese Platte häufiger scannen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich auch keine versteckte, schleichende Blocks in die Datenbank letztendlich einfließen und dann wird einfach der Scanlauf häufiger laufen gelassen. Wir haben eine Verbesserung bei dem Rebalance, wenn werden die Indizes und so weiter mit migriert werden und von daher funktioniert das Ganze mit dem Patchen nun auch schneller und ja, unterstützt, wie gesagt, auch die Storage-Indizes. Einige Neuerungen in der Oracle Cloud, wenn wir gerade von Exadata gesprochen haben, der Exadata Cloud Service, das heißt Exadata in der Cloud zu betreiben, ist nun auch verfügbar im UK Data Center, das heißt zumindest schon mal in Europa, in Deutschland, da sind wir dran. Eine andere Geschichte, die sich verändert hat, wenn man möchte und dieser Service steht im deutschen Data Center zur Verfügung, so wird es seit diesem Monat dafür gesorgt, dass auch dieser Service im deutschen Data Center angefordert wird. Und nicht erst, dass man dann nach USA oder sowas rüberkommt. Wenn man Exadata in der Cloud betreibt, dann hat man es ja auch mit Partnern zu tun. Dann kommt, wie bekomme ich denn schnellen Zugriff zu diesem Cloud-Service dementsprechend? Und da bieten wir jetzt seit kurzem 2 Möglichkeiten an. Das eine ist VPN. VPN-Zugriff funktioniert allerdings nicht mit dem Datenbank-Cloud-Service und auch nicht mit Compute. Das heißt, wenn man letztendlich Infrastructure as a Service in der Cloud
betreibt. Für die Datenbank-Service gibt es den sogenannten Fast Connect Service, der letztendlich über einen schnellen Zugriffsknoten einen schnelleren Zugriff auf die Oracle Cloud erlaubt, als wenn man es über das ganz normale Internet abbildet. Auf die Cloud. Dafür gibt es auch Data Transfer Services, wenn ich alles über das Netz schieben muss, selbst wenn ich einen Fastcatcher habe, wir müssen mal 400 GB an Daten bewegen, dann würde das natürlich dementsprechend dauern. Dafür gibt es sogenannte Data Transfer Services, allerdings noch nicht in EMEA, die gibt es jetzt erstmal nur in den USA, werden aber relativ zeitnah dann auch in EMEA ausgerollt werden. Und dann den Cloud Service generell, das ist der sogenannte Application Builder Cloud, um REST Services gleich zur Verfügung zu stellen. Das ist manchmal jetzt nicht ganz so wichtig, aber zumindest gut zu wissen, was denn da für Cloud-Angebote, was sich in der tut. Ja, back zu uns ins Rechenzentrum. Auch da gibt es eine Neuerung, und zwar das Oracle Keyboard ist verfügbar in 12.2. Bei Oracle Keyboard, die es nicht wissen, handelt es sich um Key-Management, um letztendlich die ganzen Wallets, Java, ideal geeignet, wenn man Datenbanken hat oder wenn man Multitenant hat, jede PDB anders verschlüsselt, auch unterstützt gerade im Zusammenhang, dass dort auch, wenn man so Zügen man den Key alle 30 Tage ändert, auch das wird dementsprechend vom Keystore mit unterstützt. Und das Ganze ist eine Appliance, das Appliance in dem Sinne Software-Appliance. Sie laden ein komplettes Paket runter, können das auf den und Software, um dieses Key-Management dementsprechend zu übernehmen. Unter anderem ein REST-Service, eine verbesserte Überwachung über SNMP V3 und ein etwas besseres, die da dahinter steht. In dieser Software Appliance. Näheres unter dem angegebenen. Für mich, diejenigen, die mich kennen, wissen, mal eines meiner Steckenpferde ist die Oracle Database Appliance. Ganz frisch sozusagen aus der Presse heute Morgen, offiziell verpflichtet Update 12.1.2.6, was die Datenbanken auf den aktuellen Januar PSU-Stand hebt. Warum hat dieses Update gedauert? In diesem Upgrade ist auch ein neues Betriebssystem enthalten. Das heißt, wer den Upgrade durchführt, hat automatisch ein Upgrade von Oracle 5.11 auf Oracle Linux 6.7 vorgenommen. Das heißt, auf dem aktuellen Linux-Stack. Der schon mal Linux-Upgrades gemacht hat. Ich kann normalerweise nicht upgraden. Da muss ein Ziel werden. Deswegen muss man bei diesem Upgrade auch einmal ein bisschen genauer hinschauen, weil letztendlich dieses Upgrade erfordert, dass man vorher auf 12.1.2.5 ist. Also das heißt, so wie es ja immer bei der Oracle Datenbank Appliance der Fall war. Neuerungen, die dann ab dieser Version mit diesen neuen kommen, nicht die Unterstützung für Rolling Upgrades. Das heißt, das, was bietet ein Knoten nach einem anderen, werden wir dann in zukünftigen Patches auch, wo man einfach minus local arbeiten. Es gibt auch einen zusätzlichen neuen InfiniBand-Treiber, auch der ist ganz interessant. Der sorgt nämlich dafür, dass ich jetzt auch mit dem InfiniBand-Netz, wenn ich die oder virtuell deploy, immer verfügbar bleibe. Da gab es eine kleine Geschichte mit VMs, die dann im Falle von einem Knoten, wenn der heruntergefahren worden ist, was nicht ganz so nett war. Das ist wegen allein schon wegen dem neueren Betriebssystem. Denn angeguckt hat, der neue Agenten nur auf Oracle Linux 6.
Und deswegen ist da natürlich der Oder-Upgrade auch interessant. Für diejenigen, die nicht lange suchen möchten, ist einfach mal angegeben, wo man den Patch und die ISO-Images und so weiter direkt findet. Dann an dieser Stelle gleich einen kleinen Ausblick für diejenigen, die sagen, okay, ist interessant, ich habe jetzt noch keine Oder-Upgrade, muss ich nicht, aber ich interessiere mich dafür, weil letztendlich die Hardware relativ viel bietet. Da ein kleiner die Erwartungshaltung zu schüren, da wird es auf unserer Community einen kleinen Einblick geben. Das heißt, wie kann ich denn ermitteln, ob meine Datenbanken so ohne große Veränderungen optimal auf eine Oracle-Datenbank laufen? Auf unsere DBA am Freitag, wie gesagt, schon mal ein kleiner Ausblick darauf. Kommen wir zu den aktuellen Terminen, das heißt, was steht an? DOAC-Termine, Events und Events in der Nähe. Natürlich unsere DOAC-Konferenz am 15. 16. März in Mainz, ganz groß. Das aktuelle Programm erhalten Sie dann, die Slides bekommen Sie zum Herunterladen. Parallel dazu, leider parallel dazu, ist dann der DOAC-Datenbank-Day, wo es um Testdatenprovisionierung geht am 16. März in Mannheim. Am Folgetag, 10. Summe, ist der Security-Day. Mannheim, habe ich hier jetzt nur leider nicht mit drauf genommen. Am 13. April dann der etwas größere DOAC Extra Day, unter anderem auch mich zu Oracle Datenbank Appliance hören werden, aber auch den ein oder anderen Kollegen zu Exadata, bestimmt ein ganz interessanter Tag. 26. bis 28. April in Berlin, sogenannte Apex Connect, mehr was für die Apex-Entwickler, wo super interessante Vorträge auch rund ums Umfeld Apex sind und natürlich nicht zu vergessen, die DOAC 2016-Datenbank. Kommen wir zu abgeschlossener Event, war unsere Reihe zum Enterprise Manager Cloud Control 13.10. Aber auch wenn die Reihe abgeschlossen ist, die Videos sind immer noch zur Verfügung. Nicht ganz so leicht zu finden, Sie müssen nämlich auf Ende auf die Uhrzeit klicken muss, dann geht eine Zigarre. Das waren die Speaker damals und da können die Folien und auch das aufgezeichnete Video herunterladen bzw. sich angucken, falls Sie sich über den Enterprise Manager 13.10 noch mal ein bisschen informieren wollen, was der so bietet. Laufen tut noch unsere Modern Application Development Kampagne. Da gibt es jetzt nächste Woche am 7. März Oracle NoSQL. Gestern wurde auch noch mal eine veröffentlicht. Das heißt, die ist noch am Laufen. Und zwei Termine, wie gesagt, am 7. NoSQL und die Woche darauf dann die Question und Answers um die Fragen, die zu JSON, HTML5 und so weiter angefallen sind, auch zu beantworten. Wenn Sie sagen, okay, das, was der Herr Solbach vorher über die Oracle Cloud erzählt hat, klingt ja ganz interessant, aber ich habe ein bisschen Berührungsängste einfach mit der Cloud, um das mal auszuprobieren. Jeder kann es selber. Aber um Ihnen zu zeigen, dass es auch nicht schwer ist, haben wir eine parallele Reihe, die heute das Video veröffentlicht hat, wie die Cloud von meiner Kollegin, der Frau Schwind. Parallel angucken und das nicht bereits getan haben. Und auch in den nächsten Wochen noch der ein oder andere Tipp zur Verfügbarkeit in der Cloud und so weiter. Auch hier finden Sie die ganzen Unterteil die URL Oracle Cloud Now. Das Ganze endet dann in einem sehr großen Event vom 19. bis 20. April. Das können Sie sich schon mal vormerken im Veranstaltungscenter in München. Unser Digital Transformation IT Summit, wo es zwei Tage lang rund um die Oracle Cloud gehen wird. Da wird sehr viel auch über Software as a Service gesprochen werden. Aber es gibt auch einen Track, wo von der Business Unit Datenbank die Sachen, die Sie in dieser Cloud Now Kampagne gesehen haben, noch mal ein bisschen vertieft werden, wo wir unter anderem natürlich dann auch persönlich für Fragen und so weiter zur Verfügung stehen. Die Videos der Cloud Kampagne angucken, genauso wie das Database aufgezeichnet wird. So.
Was habe ich denn bei den Release-Fällen getan? Da eher weniger jetzt, was die Datenbank anbelangt. Die ist, hatte ihren PSU im Januar, der nächste PSU erst wieder im April an. Auch nochmal den Hinweis hier darauf, dass sich die Patch-Nummern geändert haben, heißen jetzt nicht mehr 12.1.0.2.5.6 oder, sondern sind mit dem Datum belegt. Das haben ja die letzten Data. Auf Windows gibt es in der Zwischenzeit noch keinen. Exadata hatten wir es vorhin. Natürlich auch einen Konfigurationsassistenten. Was sich allerdings nicht geändert hat. System und in Memory Patchen auch auch wenn man in Memory arbeitet, ist es durchaus eine valide Sache, sich zu überlegen, ob man anstelle der Datenbank Babel-Patch verwendet. Ja, neu hatte ich vorher ganz kurz schon vorgestellt, die Oracle Datenbank Appliance in der Version verfügbar für morgen brandaktuell. Beim Enterprise Manager hat sich relativ wenig getan. Da hatten wir ja das große Release mit dem 13c Ende Dezember, Anfang Januar. Die ganzen Agenten werden nachgezogen auf für die 13er Version steht kurz bevor. Auch der ist leider noch nicht verfügbar. Zumindest alle aktuellen Informationen ist der Agent, die noch gegeben hat und wie Sie jetzt am Patchnummer auch sehen, war am 31.01. hier der letzte Update des 12er Releases, die 13. Der liegt noch in der Version 4.1.3 vor. Beim Command-Line-Interface SQL, sozusagen der Nachfolger von SQL, hat es am 8. Februar einen kurzen Riss mit einer neueren Early-Adopter-Version. Wir sind leider immer noch nicht produktiv. Ora-Check, angekündigt, liegt auch in der Version 12.1.0.2.6 vor. Jeder, der eine Oracle-Datenbank betreibt, egal ob Single Instance oder Cluster-mäßig, kann ich einfach nur ans Herz legen. Oracle-Chat in der Zwischenzeit über 7000 Aspekte abprüft. Da geht es um Kernel-Parameter. Deswegen nicht nur da, wo es herkommt, Rack-Check, wie es damals geheißen hat, für Relapation interessant, sondern wir können damit auch einen Enterprise-Manager OMS nachprüfen, ob denn da alles passt. Das heißt, wenn wir herausfinden, irgendeinen Kernel-Parameter, kann man das dementsprechend auch nachprüfen. Auch der Trace-File-Analyzer, den 12.1.2.6.3, der soll bald ein Abschluss bekommen, hilft es Ihnen, Ihre falsch zu sammeln. Hat übrigens auch ein sehr, sehr nettes Tool mit drin, wenn man nachprüfen kann. Wenn Sie den TFA in der aktuellen Version installieren, kriegen Sie auch einen OS-Watcher damit, um Systemstatistiken und so weiter gleich mit abzuprüfen. Auf die aktuelle Version zu gehen. Wenn Sie eine 12er Version installieren, ist der von der älteren Version vor und sollte dementsprechend abgedatet werden. Ja, im Oracle Linux-Umfeld hat sich relativ wenig getan. Hier nur nochmal den Hinweis, es gibt einen neuen Oracle Enterprise Linux Kernel in der Version 4. Wenn man Oracle Linux 7.2 oder 6.7 verwendet, kann man sich entscheiden, bereit in K4 zu gehen und bietet Datenbankvorteile, was da drin ist. Ansonsten hat sich noch nicht viel getan im Oracle VM-Umfeld und auch bei den Datenbank-Rack-Templates nicht, wobei hier schon mal ein kleiner Ausblick steht in den Startlöchern. Da können wir Ihnen im nächsten Datenbank-Monthly vielleicht dann ein bisschen mehr noch dazu erzählen. So, kommen wir zum Thema des Monats, was wir uns diesen Monat rausgesucht haben. Und da habe ich gesagt, okay, das ist ein Thema, was eigentlich auch in 11.2 schon sehr aktuell war, nämlich Flashback-Datenbank in der Enterprise Edition. Jede Enterprise Edition hat es eigentlich und die Flashback-Technologien unterteilen sich eigentlich in zwei Bereiche. Es gibt einmal die Flashback-Technologien eher für die Entwickler, darum geht ältere Daten abzufragen, dass ich eine Tabelle in einem alten Stand sehen kann. Und dann gibt es die
Technologien innerhalb der Software für den Datenbankadministrator gedacht sind. Recovery-Möglichkeiten zu fahren. Und das, wo es mich ein bisschen genauer anschauen werden, das heißt letztendlich die Möglichkeit, die Datenbank sehr einfach in der Zeit zurückzusetzen auf einen bestimmten Zeitpunkt. Und dann sehen wir auf einen Restore-Point von Datenbanken oder auch, wenn ich ein Upgrade teste oder ein Applikationstest größere Patches habe, durchaus sinnvoll sein, mit einem Restore-Point zu arbeiten. Dazu nachher noch ein bisschen mehr. Aber Flashback-Database ist nicht die einzige Recovery-Technologie, die zur Verfügung steht. Es gibt auch den Flashback-Table, ohne dass ich fahren muss oder möchte oder auch ohne das neue App kann ich mit dem Recovery-Center auch mal eine Darm-Recovery machen, aber mit dem Flashback-Table, je nachdem wie lange das her ist, bin ich vielleicht schneller, als wenn ich das Recovery-Table durchführen und durchzieht über den Recovery-Manager. Und auch das ist eine Flashback-Technologie, die natürlich mit zu den Data Recovery-Techniken zählt. Transaction, wenn es darum geht, Transaktionen zu rollen. Das heißt, ich kann, wenn ich die Transaktion, sag mal, Mist gebaut hat in der Datenbank und auch mit abhängigen Transaktionen, kann ich eine ganze Transaktion zurückrollen, was natürlich das Recovery unter Umständen auch stark beschleunigt und vereinfacht. Gucken wir uns ganz speziell noch ein Database an. Eigentlich gedacht im ersten Augenblick, um schnelles Point-in-Time-Recovery zu machen, was Sie dazu brauchen und was in der Zwischenzeit auch die Empfehlung ist, eigentlich die sogenannten Flashback-Logs. Diese Flashback-Logs landen standardmäßig in der Phase und speichern ein Before-Image. Letztendlich wird beim Schreiben, wenn also ein Block gespeichert wird, der Blockinhalt in diese sogenannten Flashback-Logs geschrieben. Das passiert aber nur einmal in 30 Minuten. Das heißt, wir schreiben da nicht andauernd, wie jetzt zum Beispiel bei den Redo-Logs, weil die Änderung landet natürlich in den Redo-Logs. Macht das wird das für die Flashback-Logs. Die werden standardmäßig alle 30 Minuten geschrieben. Man sagt zwar, sie werden ungefähr so groß wie die Archive-Redo-Logs, aber wenn ich sage, ist nur 30 Minuten jeder Block einmal geschrieben, der kann sich selbst in die Datenbank einen Block ab. Nicht besonders groß. Die ganze Sache ist integriert in Airman und natürlich auch in DataGuard. Das Feature Snapshot Standby setzt nämlich genau darauf aus, dass man die Flashback-Logs verwendet. Wenn man nun dieses Flashback-Database durchführt, dann wird die Datenbank einfach mithilfe dieser Flashbacks zeitlich zurückgespult. Ich nehme einfach den Block aus dem Flashback-Logs, apply den auf meinen Zeitpunkt, wo ich genau hin muss, mit den Archive-Logs vor, weil, wie gesagt, da haben wir ja nur den letzten 30 Minuten drin. Ich habe da 2011 schon ein bisschen dazu geschrieben, aber die Informationen, die zu 11.2.2 gelten, natürlich auch. Damit ich Flashback da bin, das Flashback-Login anschalten, Alter Database Flashback. Wobei wir nach das Flashback nicht immer anschalten, wenn ich eine Datenbank zurücksetzen möchte. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Generell schalte ich das mit Alter Database Flashback an. Und das geht seit 11.2 auch in laufenden Betrieb. Also ich muss die Datenbank dafür nicht mehr durchstarten, wie es noch bei 11.1 und 10.2 der Fall war. Die Flashback-Buffer werden in der SDK ungefähr so groß wie die Größe der Log-Buffer. Flashback-Log
Blöcke in die Flashback-Logs geschrieben. Wie gesagt, nur eine Kopie pro Block in 30 Minuten. Recovery-Area und werden rollierend verwendet. Und er versucht natürlich so viel zu nehmen, wie in der Flashback-Retention-Target drin sind, aber bei einem nicht, es ist nicht garantiert, je nachdem, wie der Plattenplatz zur Verfügung steht. Der Recovery-Writer schreibt dann diese Flashback-Partien. Das haben wir mal gesehen. Es gibt noch eine zusätzliche Möglichkeit, Flashbacks zu versenden, indem man sogenannte Restore Points setzt. Und da gibt es unterschiedliche Restore Points. Und das eine ist der normale Restore, dass ich dann auch zu jeder Zeit zurück kann. Allerdings hat der normale Restore Point die Voraussetzung, dass Flashback Database angeschaltet ist. Wenn man jetzt genau im Falle von Testdatenbanken sagt, ja, ich will eigentlich nur, dass ich die Datenbank zu diesem Zeitpunkt wieder zurücksetzen kann, dann ist es interessant, dann kann ich einen garantierten Restore setzen, der, wie der Name schon sagt, im Gegensatz zum normalen Restore auch wirklich garantiert ist. Ich kann in jedem Fall dahin zurück. Und der verwendet Flashback Database implizit. Das die Datenbank, das und er verwendet einen garantierten Restore Point, braucht auch dann, wir schreiben nicht mehr, sondern wir schreiben praktisch nur eine Art Blockkopie einmal weg, sondern nur ein einziges Mal, wenn der Block geändert worden ist, letztendlich wie ein, wenn ich ihn gesetzt habe, wird maximal so groß wie die Datenbank selber, so wie bei einem normalen Storage Snapshot letztendlich auch. Flashback-Logs sind normalerweise rollierend und werden auch automatisch gelöscht, wenn in der Fast-Recovery-Area es zu einem Problem kommt. Bei einem garantierten Restore-Point ist es ausgeschaltet, da löschen wir auf keinen Fall, wenn denn das Flashback-Logging eingeschaltet ist. Und genau dasselbe betrifft den Kontrollfall-Eintrag, weil genauso wie die Archive-Logs landet auch ein Restore-Point in dem, im Kontrollfall. Ja. Ausfällt aus dem Kontrollfall bei einem garantierten Restore Point dementsprechend nicht. Szenarien, wann nimmt man noch ein normales Flashback Locken? Das ist eigentlich dann, wenn ich einen Point in Time für eine Tabelle zurückrollen möchte, auf einen Zeitpunkt, wo ich nicht ganz genau weiß, wann der liegt. Wenn ich jetzt allerdings so Sachen habe wie Tests, auch Upgrade-Tests zum Beispiel, dann verwende ich da eher einen Restore Point was nur den Standardumfang von DataGuard ist und nicht irgendwas Zusätzliches. Wie spule ich dann meine Datenbank? Ein Flashback bei einem nicht oder zu Restore Point, wenn ich ihn denn gesetzt habe, wenn ich einen garantierten Restore Point habe. Restore Point tun. Schöne ist aber, ich brauche ein System Change, das ich vorher ausgehe. Hier an der Stelle noch gesagt, man kann Flashback verwenden, wenn die Datenbank auch nicht mal im Archive-Log-Modus läuft. Das ist offiziell zwar nicht supported. Den ich damals geschrieben habe, ja, in 12c kommt die Architektur. Und da gibt es im Moment zumindest noch eine Sache, die zu berücksichtigen ist, denn das Flashback Database funktioniert nur auf CDB-Ebene. Ich kann eine eigentlich noch nicht sondern das ist immer die komplette Container-Datenbank, die dort zurückgesetzt wird. Wenn ich dann einen einzelnen Pluggable Datenbank brauche, hilft im Moment nur der Ermin Restore und Recover. Und da muss man dann an eine Sache auch noch denken. Sollte ich haben, dann kann ich natürlich kein Flashback CDB mehr machen, weil die haben ein paar andere Informationen, die Änderungen sind noch nicht geschrieben. Ähnliche Sachen, wo man aufpassen muss, ist beim Plugin oder beim Datenmigrieren generell, wenn ich die Tablespaces da einfach hinkopiere, schlecht mit dem Flashback, der würde dann sozusagen diese PDB, die ich eingeklinkt habe, wieder ausklinken. Also da muss man den aufpassen. Da ist noch Room für Informationen.
hoffe ich mal, dass wir das mit 12.2 dann auch für eine PDB dementsprechend bekommen werden. Das nur mal als Ausblick. So, Geschichte. Bei uns intern über die verwende ich eigentlich in der Weise ist die Information über die Lizenz liegt, kann ich dann dementsprechend auch für mich selber mal nachgucken, was für Daten habe ich in der Datenbank überhaupt verwendet. Im Bereich ASM, wer ein bisschen in die ASM-Tiefen hinabsteigen möchte und Informationen braucht, ja, wie funktioniert das Data, ein ganz gutes Blog von einem Kollegen. Auch gut. Standard Edition 2 ist ja seit draußen. Da kriegen wir häufiger mal die Frage, ja, wie sieht es denn mit den Threads in der Standard Edition aus? Diese Thread-Limitierung, die da vorgegeben ist, reicht es. Wer sich dafür ein bisschen näher interessiert, ein ganz gutes Blog auch hier vom lesen. Auch ganz interessant, auf derselben Seite finden Sie dann am Ende GoOEM 13 UpDev natürlich auch hier nochmal. Ich danke mich fürs Zuhören. Der nächste Oracle Database Monthly unter der bekannten URL zu finden. Der Oracle Developer Monthly, die